komme morgens immer so schlecht aus dem Bett. Schulle, ich habe da was für dich. Trink deinen Kaffee einfach aus unserer Wölfetasse. Das ist dein perfekter Start in den Tag. Würzburg Radio, Distelhäuser Sport TV, und wir haben eine Verbindung zu Christian Graber. Christian Graber, Geschäftsstellenleiter der Rimperer Wölfe. Christian, wie geht es dir im Moment in Zeiten von Corona? Hallo, auch von meiner Seite aus. Gesundheitlich geht es mir gut. Leider sind uns ja alle gerade ein bisschen die Hände gebunden. Also Arbeit liegt still, Spielbetrieb liegt still. Das tut natürlich ein bisschen weh. Aber die Gesundheit geht vor und da geht es mir persönlich gut. Kann mich nicht beklagen. Ja, jetzt ist natürlich erstmal alles stillgelegt. Es gibt Ausgangsbeschränkungen, Trainingsbetrieb ist stillgelegt. Laut der HBL sollte es ja, sag ich mal, für uns wäre es das Wochenende am 24. weitergehen. Aber ich glaube, die Chancen, dass es dann wirklich weitergeht, sind im Moment eher schlecht. Ja, also die Entwicklung zeigt ja auch bei den anderen Sportarten, dass es gerade schlecht ausschaut, dass es am 24. April schon wieder weitergehen kann, beziehungsweise dass auch kritisch ist, ob es überhaupt nochmal fortgesetzt werden kann, der ganze Spielbetrieb. Die HBL hat dieses Datum halt einst festgelegt, um einfach Zeit zu gewinnen, um Entscheidungen treffen zu können, die auch aus der Überlegung heraus dann gefällt werden und nicht schnell. Also quasi war dieses Datum erstmal nur Zeit gewinnen und weiter die Situation zu beobachten. Keiner weiß ja wirklich, wie sich der Virus entwickelt, wie die Krankheitsausbreitung sich fortsetzt. Und daher hat die HBL diese Entscheidung getroffen, die war absolut vernünftig. Wie es nach dem 24. April aussehen wird, weiß ich aktuell nicht. Ich glaube, das weiß auch nahezu niemand. Ist natürlich abhängig von der weiteren Entwicklung. Die Chancen stehen aber aus unserer Sicht relativ schlecht, dass wir dann am 24. April wieder Handball in Würzburg sehen können. Hey Wölfe-Fans, schaut doch mal in unserem Online-Shop vorbei. Schule, sag mal, wo hast du das T-Shirt her? Das ist unser Wölfe-Fanshirt, das gibt's dann ganz normal im Online-Shop. Das schaut richtig gut aus. Gibt's da nur das T-Shirt oder gibt's auch noch andere Artikel? Ach, Paddy, da gibt's alles. Da gibt's Tassen, Kfz-Kennzeichenhalter, Schals. Ich hab dir sogar einen mitgebracht. Wenn du möchtest, kannst du den gerne mit nach Hause nehmen. Ja, gerne. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Danke. Gibt's in den letzten Tagen irgendwelche Meldungen von der HBL? Unser Geschäftsführer, der Roland Sauer, ist im stetigen Kontakt mit der HBL direkt und mit den anderen Geschäftsführern der ersten und zweiten Bundesliga-Clubs. Die stehen im steten Austausch. Neuigkeiten gibt es nicht wirklich. Also im Endeffekt ist der Konsens abwarten und überlegen, wie es weitergehen kann. Im Zweifel wird die Saison verlängert bis 30. Juni. Das ist so eine Art Stichtag. Bis dahin muss alles quasi gespielt sein. Danach ist die Möglichkeit nicht mehr da, weil die Verträge ungültig werden, die Spielerverträge und alles. Also bis 30. Juni muss alles unter Dach und Fach sein. Eine Idee, um eben mehr Zeit zu haben, ist die Saison, die ja eigentlich am 23. Mai endet, um diesen guten Monat zu verlängern. Ob das dann wirklich eintreten kann, weiß man nicht, weil der Virus ist ja gerade noch in der Anfangsphase, wie man oft liest oder hört. Von daher ist es eine Option, ob es dann wirklich Realität wird, bleibt zu bezweifeln, weil das einfach abhängig ist von der weiteren Entwicklung. Und die HBL sagt auch, und das sind, glaube ich, auch alle Handballclubs derselben Meinung, die Gesundheit geht vor, erstmal die Pandemie einschränken und dann als zweites, wenn irgendwann wieder möglich, Handballspielbetrieb aufnehmen. Aber da sind wir eben quasi nur Beifahrer, also abhängig von den Entwicklungen. Im Profisport, im Fußball wird sehr, sehr viel davon gesprochen, dass es Geisterspiele geben soll. Wenn möglich, natürlich auch da eben die Gesundheit immer im Vorrang. Kann man sich das beim Handball auch vorstellen? Wie sind da die Aussagen der HBL? Also Geisterspiele sind nicht ausgeschlossen. Das ist schon mal das Erste. Natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, die Gesundheit der Spieler muss man genauso berücksichtigen, nur weil keine Zuschauer in der Halle sind, sind ja trotzdem mindestens 16 Spieler pro Mannschaft im Einsatz, die auch Körperkontakt haben. Handball ist eben eine Kontaktsportart, das lässt sich nicht vermeiden.
Also die Gesundheit der Spieler muss man natürlich auch berücksichtigen. Zudem sind natürlich auch Verantwortliche in der Halle, die dann auch mehr oder weniger in Kontakt treten. Das ist vielleicht nicht so intensiv für die Spieler, aber das sind natürlich auch Faktoren, warum Zuschauer nicht, aber die Spieler kann man dann drauf losschicken. Also das wäre natürlich auch nicht ganz okay. Also so viel dazu, dass ein Geisterspieler trotzdem Menschen beteiligt sind. Ausgeschlossen ist es trotzdem nicht. Für uns wirtschaftlich natürlich sehr schwierig abzubilden, weil dann natürlich wieder laufende Kosten entstehen, die für die Ausrichtung eines Heimspiels einfach anfallen. Genauso Auswärtsfahrten, wenn wir mit dem Bus irgendwo hin müssen, das sind schnell auch mal vierstellige Beträge dafür verschlissen. Also die Kosten wären da, die Einnahmen trotzdem nicht, weil Zuschauer Ticketing-Einnahmen machen fast 25% unseres Gesamtetats aus. Die kommen trotzdem nicht rein. Deswegen sind Geisterspiele zwar nicht ausgeschlossen von der HBL, von unserer Seite aber definitiv nicht erwünscht. Zumal es zum Sport auch einfach dazugehört, dass die Zuschauer dabei sind und die Emotionen, auch die Emotionen der Spieler werden natürlich bestärkt durch die Zuschauer und das würde alles verloren gehen. Wir verstehen zwar, dass die HBL irgendwie eine faire Lösung für die Abschlusstabelle finden will und muss irgendwo, aber ich denke, Fairness ist sowieso aktuell nicht mehr möglich, weil einfach jeder seinen eigenen Kampf mit dem Virus irgendwie ausübt und der Sport einfach Nebensache wurde. Und wenn es wieder weitergehen sollte, ist die Vorbereitung auch für jeden Verein eine andere und sportliche Chancengleichheit ist, denke ich, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja, das ist natürlich klar, falls die ganze Saison abgebrochen wird, gut, man hat einen Vorteil, die Wölfe stehen jenseits zwischen Gut und Böse, da kann also nichts passieren, dann würde es nächste Saison auf jeden Fall heißen, zweite Bundesliga, da gerechte Lösungen zu finden. Ich möchte das persönlich nicht tun müssen. Wir werden uns während der Krise weiter unterhalten, falls es Neuigkeiten gibt, ganz einfach, werden wir natürlich in Kontakt bleiben. Wir werden auch einige Spieler und Funktionäre noch danach fragen. Dankeschön, Christian Graber, fürs Gespräch. Gerne, ciao. Herzlich willkommen in unserem Möbelhaus in Tauberbischofsheim. Wir von Möbelschott bieten unseren Kunden das Rundum-Einkaufserlebnis von der Küche bis zum Schlafzimmer und neuerdings auch Badmöbel. Unsere Einrichtungsberater und Innenarchitekten begleiten Sie von Anfang bis zum Ende. Möbelschott, überraschend anders.